Die Woffenbacher Schlosskapelle St. Margareta. In diesem Kirchlein verbirgt sich ein Kreuzweg. Und das ist nicht ganz selbstverständlich. Denn die Kapelle war zwar mal katholisch und gehörte zum ehemaligen Schloss, ist nun aber städtisch und wird seit 50 Jahren von der evangelischen Gemeinde genutzt. Trotzdem, ein Kreuzweg und ein Gnadenbild aus dem Stadtmuseum zogen nach der Renovierung ein. Das tat auch dem ökumenischen Zusammenleben gut, berichtet der ehemalige Pfarrer der evangelischen Gemeinde Ernst Herbert. Wie die Woffenbacher gemerkt haben, dass wir die Kapelle von der Bausubstanz her in Ordnung bringen. Wir mussten zum Beispiel die ganze Elektroanlage erneuern. Und das haben die natürlich genau beobachtet, vor allem die älteren Woffenbacher. Die ja wussten, das ist unsere Kirche. Also die haben das mit Begeisterung gesehen. Und jede Möglichkeit, die sich gegeben hat, uns finanziell zu unterstützen bei diesen ganzen Renovierungsmaßnahmen und der Sakralausstattung, hat die katholische Pfarrei mit Begeisterung wahrgenommen. Ursprünglich hing zwar ein bäuerlicher Kreuzweg mit großen Rahmen in der Kapelle, aber auch mit der fränkisch-böhmischen Hinterglasmalerei aus dem Stadtmuseum sind die Gemeindemitglieder zufrieden, sagt Missnerin Sabine Klein. Ich finde, der Kreuzweg ist natürlich sehr, sehr passend für unsere kleine Kapelle. Es ist jetzt kein pompöser, großer Kreuzweg und darum finde ich, passt er eigentlich ideal da rein. Also ich kenne den alten nicht, aber ich vermisse ihn auch nicht. Also ich bin ganz zufrieden mit unserem Kreuzweg. Wenn man so allein in der Kirche ist und ja, mit dem Staubwedel mal so durchgeht, fällt dann eigentlich immer mal wieder was Neues auf an irgendeinem Bild oder ein Bild spricht dann da wegen eher an. Man entdeckt eigentlich immer wieder was Neues. Die 14 Stationen des Kreuzwegs schmücken die Seitenwände der kleinen Kapelle und sind nicht nur Beiwerk, wie Messnerin Klein erklärt. Die Farben sind ja gedeckt, aber ja trotzdem, ja wie soll man sagen, hervorstechendes Rot, das Blau. Also es fällt trotzdem auf. Oder auch die Kinder. Also ich weiß, so meine Kinder, die haben immer von Anfang an, ja wer ist auf dem Bild, was ist da? Und das ist halt bildhaft dargestellt. Das heißt, man kann es ja viel besser erklären und sich das Ganze vorstellen. Die Szenen haben auch für den ehemaligen Pfarrer Herbert eine besondere Wirkung. Also es ist so, dass für jeden Betrachter, weil er ja auch einen so schlichten Rahmen hat, wirkt ganz allein das Bild. Es gibt keine Ablenkung durch einen fulminanten Rahmen, sodass also zum Beispiel auch für Kinder, wenn also Schulklassen hergekommen sind, es ist ganz einfach, es ist die jeweilige, das Ereignis, was da in dieser Szene dargestellt wird. Das ist einem direkt zugewandt, weil es keine Ablenkung durch ein Drumherum gibt. Auch wenn in der evangelischen Kirche der stationäre Kreuzweg mit seinen Bildtafeln üblicherweise keine Tradition hat, für den jetzigen Pfarrer Armin Ehresmann ist er dennoch ein wichtiger Teil der Kapelle. Ich finde es trotzdem eine schöne Tradition, also ist für mich nichts mit evangelisch-katholisch oder eher im Gegensatz zu tun, aber einfach da erinnert zu werden an den Leidensweg Jesu, der ja da in der Passionszeit besonders bedacht wird und dann auch so in diesen einzelnen Stationen, was eben Jesus durchlitten hat, da dran zu denken und sich das auch bewusst zu machen, also angefangen von der Verurteilung dann bis hin zur Grablege dann in diesen 14 Stationen. Und diese 14 Tafeln sind so auch ein starkes Zeichen der Ökumene. In der Schlosskapelle in Woffenbach.